Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon im Titel die Sache mit dem Giveaway. Ich habe ja vor, ich glaube inzwischen 3 Wochen oder ich da über 3 Wochen sogar, einen Giveaway gestartet. In Zusammenarbeit mit meinem Netzwerk Arctic Place. Und darum soll es heute gehen, was daraus geworden ist. Weil ich habe das ja nie aufgelöst oder sowas. Ja, und letzten Endes, ist ziemlich verpeilt, es aufzulösen. Das sollte schon vor über zwei Wochen inzwischen aufgelöst werden. Aber ich hatte damit 2 Probleme, grundlegend erstmal. Problem Nummer 1 war, ich war sehr oft weg und hab das dadurch verpeilt, weil ich nicht zu Hause war, als es dann fertig war. Beziehungsweise als es fertig war, war ich dann noch zu Hause, aber ich war so im Stress, dass ich es dann erstmal verpeilt hatte. Und dann ging es weiter, dann war ich auch ziemlich oft nicht zu Hause und hatte dann halt dementsprechend auch nicht oft nicht dran gedacht, weil ich halt einfach woanders war, weil ich weg war. Und Problem Nummer 2, und das ist eigentlich fast schon das größere Problem, abgesehen davon, dass ich ein verpeilter Mensch manchmal bin. Kaum zu glauben, dass ich es nicht verpeilt habe, mal an irgendeinem Tag ein Video hochzuladen. Wollte ich nochmal ganz kurz so angemerkt haben. Nämlich, die... mein eigentliches Problem war die Tatsache, dass ich extrem viele Leute drin hatte, die halt nicht zu meiner Community gehören, weil es sollte ja ein Community-Giveaway sein. Also, wo ich euch irgendwas zurückgebe. Ja. Aha, war, glaube ich, deutsch, I guess. Und dann, am Anfang habe ich halt gesehen, dass dann haben sich da Leute aus, extrem viele Leute aus Weißrussland und extrem viele Leute aus Indien eingetragen. Und ja, dann, also generell aus sehr vielen Ländern, die halt nicht wirklich für mein Dafürhalten meine Community sind. Also, würde ich jetzt mal so tippen, weil ich produziere Content von dem, was ich weiß, jetzt nicht auf Indisch. Aber es kann sein auch, dass ich es auch verpeilt habe, dass ich noch nicht weiß, dass ich auf Indisch Content produziere. Man weiß es halt nicht. Das hat mich schon gestört, weil es sollte halt ein Community-Giveaway sein. Ich wollte euch was zurückgeben und dann sind da ein Haufen Leute drin, die nichts mit meiner Community zu tun haben, die nichts mit euch zu tun haben, die nichts mit mir zu tun haben und die euch aber die Chancen nehmen zu gewinnen. Weil ich hatte am Ende, ich glaube, irgendwas um die 300 Entries und ich habe mal nachgeschaut, von diesen 300 Entries waren nicht mal ein Drittel von Leuten, die ich zu meiner Community zählen würde. Weil ich kann deren Twitter-Accounts einsehen. Und da kann ich dann halt ziemlich schnell schätzen, ob das meine Community ist oder ob das eher weniger meine Community ist. Dann habe ich nochmal ein bisschen hin und her geschrieben mit Arctic Place. Mit denen ist ja das Giveaway zusammen entstanden, also sie haben Skin gestellt. Was ich deren Meinung nach tun soll, sie haben halt gesagt, dass es erstmal sein kann, dass es halt dadurch, dass Arctic Base international ist und nicht nur deutschsprachig, so wie ich. Also klar, theoretisch ist es auch international, aber ich glaube, you know what I mean. Haben sie halt gesagt, dass es halt einfach ihre Community sein könnte. Aber als ich mir dann halt die Twitter-Accounts angeschaut habe, die meisten, allermeisten Twitter-Accounts waren dann so Accounts, wo nur Giveaways retweetet wurden. Nichts anderes, 24/7 Giveaway, nur Giveaway. Teilweise, ich habe einen Account mit über 200.000 Tweets und ich bin, glaube ich, ein paar Tausend durchgegangen. Ich habe keinen einzigen gefunden, der kein Giveaway war. Die Accounts, das hat halt auch nichts damit zu tun, dass Arctic Place eine internationale Community hat oder eine englischsprachige Community, sondern das waren halt einfach Bots, die auf den Skin geiern, wobei ich nicht weiß, warum man so krass auf einen 5€ Skin geiern muss oder 6€, ich weiß nicht, was er im Moment kostet, hat damals glaube ich 5€ gekostet, I don't know. Ich dachte lange Zeit, dass man kann einstellen, dass die Entries invalid werden, also dass das, was halt
die machen, um ihre Punkte zu bekommen, halt einfach nicht gültig ist, logisch. Hatte ich mit Arctic Blaze abgemacht, dass ich das so mache. Dann habe ich festgestellt, dass ich, um Entries zu removen, beziehungsweise um sie als ungültig zu markieren, Premium haben muss bei Gleam für läppische $50 im Monat. Was allerdings auch hochgeht zu läppischen 350 oder $400 im Monat. Also eine sehr, sehr billige Angelegenheit, muss man dazu sagen. So, dann habe ich das halt erstmal auf Eis gelegt. Ich wollte heute das Giveaway raffeln, aber heute habe ich rausgefunden, dass man die anscheinend auch einfach deleten kann, die Entries. Das dauert allerdings extrem lange, die Entries daraus zu deleten. Das heißt, long story short, ich werde das Giveaway die Tage auflösen, aber es kostet mich halt viel Zeit, die ganzen Bots daraus zu removen, und ich möchte halt einfach ein Giveaway, wo ich meiner Community und halt auch irgendwo, weil es mit Arctic Blaze ist, auch der Community von Arctic Blaze, irgendwas zurückgeben kann. Und dann ist es halt scheiße, wenn das Giveaway von irgendeinem random Bot gewonnen wird, finde ich jetzt. Also kann sein, dass ihr da eine andere Meinung habt, aber ich sehe das so. Und ich glaube, die mitgemacht haben, würden sich auch freuen zu gewinnen. Und dann ist es wahrscheinlich auch ganz nett, wenn ihr realistische Chancen habt und nicht 5 Entries bestenfalls von 300 Indern mit einem verfickten Bot sind. Und das war kein deutscher Satz. Das ist mir aber echt scheißegal gerade. Ja, also wie gesagt, ich werde die Entries von diesen ganzen Bot-Accounts mal löschen. Und das Giveaway wird die Tage aufgelöst. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange warten lassen. Ich meine, im Zweifel hätte ich das Giveaway auch einfach nie auflösen können und wahrscheinlich wäre es niemandem aufgefallen. Aber dafür ist ein Giveaway eigentlich nicht so wirklich da, deswegen. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, dass irgendwer aus meiner Community gewinnt, aber dadurch, dass das Giveaway geschlossen ist und man halt auch nicht mehr das Giveaway, dass man da auch nicht mehr rein kann, dadurch sollte ich irgendwann schaffen, alle Bot-Accounts zu filtern. Und ja, ich hoffe, es ist in eurem Sinne, also ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich jetzt nochmal länger dafür brauche. 2021 wird es dann vielleicht mal aufgelöst. Nee, aber ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich das ein bisschen verpeilt hatte, dadurch, dass ich oft nicht zu Hause war und dass ich jetzt noch die ganzen Bots halt rausfiltern muss. Ich meine, wie gesagt, es ist in eurem Sinne, also gehe ich mal davon aus, dass ihr da Verständnis für habt. Ich glaube, das ist das längste Video, was ich dieses Jahr hochgeladen haben werde. Oder was ich bisher zumindest hochgeladen habe. Aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis, weil ich selber hasse es, wenn Leute ihre Giveaways nicht einigermaßen transparent gestalten. So. Also, ich glaube, you know what I mean, so hoffentlich. Und deswegen wollte ich halt für euch auch das Ganze so machen, dass ich es halt selber als Teilnehmer in dem Giveaway gutheißen würde. Ja. Also dann, ich wünsche jedem von euch nochmal viel Glück für das Giveaway, auch wenn es dafür wahrscheinlich zu spät ist. Lul. Tut mir leid, das ist jetzt ein sehr langes Video geworden. Im Hintergrund habt ihr aber ein schönes Rainbow-Gameplay. Oder so. Betonung liegt hier ganz stark auf oder so. Und was ich nochmal in dem Auflösungsvideo sagen werde, was mir aber sehr wichtig ist, ist, seid nicht traurig, wenn ihr das jetzt nicht gewinnt, weil es kann nicht jeder gewinnen, logisch. Dazu ist der Skin jetzt auch nicht so viel und es sind schon neue Giveaways in Planung und dazu kommt, dass ich die dann auch etwas anders machen werde, weil ich habe aus dem Giveaway gelernt und ich habe keinen Bock, jedes Mal 10.000 Inder daraus zu filtern, zumal es mir absolut nichts bringt, wenn ich einen Haufen Leute habe, die mir technisch gesehen auf Twitch folgen, aber rein technisch gesehen nicht mal meine Sprache sprechen. Das heißt, wenn ihr das seht, dann könnt ihr mir unheimlich gerne auf Twitch folgen. Wenn ihr rein zufällig einen Bot seid, der in meinem Giveaway mitgemacht hat, dann könnt ihr bitte euren Twitter-Account löschen gehen. Bis dahin, ciao!